Ich heiße Gérard Lhuillier. Ich leite den Bereich Trinkwasser bei den industriellen Werken Genf und bin seit mehreren Jahren Mitglied des SKH. Ich war bei Projekten im Bereich Trinkwasser und Abwasser im Einsatz, unter anderem im palästinensischen Flüchtlingslager Sherash in Jordanien. An meinem ersten Tag im Lager besuchten wir das Gesundheitszentrum. Dort trafen wir Dr. Amoura, den Leiter des Zentrums. Er zeigte uns die Statistik zu den Kinderkrankheiten. Die Zahlen sind 10-mal höher als in anderen palästinensischen Flüchtlingslagern. Der Hauptgrund liegt darin, dass dieses Lager als einziges kein Abwassersystem hat. Die Abwasserleitungen sind offen. Die Kinder spielen auf der Straße und stecken sich dort häufig an. Danach besichtigten wir die Trinkwasserpumpanlage. Die Anlage funktioniert nur zeitweise, weil sie noch weitere Dörfer in der Umgebung mit Wasser beliefert. Die Anlage ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Schalttafeln sind von Spinnweben bedeckt. Es gibt ungesicherte Elemente und Löcher. Man muss aufpassen, wohin man tritt. Rotierende Elemente sind nicht geschützt. Dass das Herzstück des Systems so nahe am Infarkt ist, ist ziemlich beunruhigend. Bei einem Spaziergang durch das Lager fallen einem mehrere Dinge auf. Zuerst die engen Gassen. Dann vor allem, dass sich die Abwasserrinne mitten durch die Gassen zieht. Man sieht darin Abfälle. Das Abwasser ist alles andere als unbedenklich. Zum Beispiel leitet eine Metzgerei ihr Abwasser in die Rinne. Dort, wo die Hähnchen getötet werden, fließt das Blut direkt auf die Straße. Das ist ein Anblick, den man nicht so schnell vergisst. Wenn wir durch das Lager gehen und Messungen oder Fotos machen, stellen uns die Leute Fragen. Sobald sie wissen, dass wir für das Trink- und Abwasser hier sind, bitten sie uns inständig, ein Abwassersystem anzulegen, weil die Kinder an Krankheiten sterben, die durch unsauberes Wasser übertragen werden. Sie bitten uns, versucht beim Abwasser etwas zu machen. Mit dem Trinkwasser geht es irgendwie. Wichtiger ist das Abwasser. Zur Überbrückung der lückenhaften Wasserversorgung haben die Leute Metallbehälter, die etwa einen Kubikmeter fassen. Diese platzieren sie entweder direkt auf dem Trottoir oder auf dem Hausdach. Sie füllen die Behälter jedes Mal, wenn es Wasser hat. Das Wasser steht dann und erwärmt sich. Die Temperatur in den Metallbehältern ist bald sehr hoch. Die Wasserqualität ist wirklich nicht sehr gut. Ich hätte mich nicht getraut, dieses Wasser zu trinken. Überall im Lager treffen wir Kinder. Sie haben miserable Lebensbedingungen. Doch sie lächeln und kichern, sie füllen die Straßen mit ihrem übermütigen Gelächter. Es ist eine dankbare Aufgabe, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.